Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch ein neues Easter Egg zeigen, was heute mit dem Season 5 Update freigeschaltet wurde. Und zwar ist es ein kleines Pack-a-Punch Easter Egg. Hierzu schreibt Treyarch auf Twitter, dass wenn ihr eine Waffe puncht und die Tarnung nicht haben wollt, diese automatische Pack-a-Punch Tarnung, die ihr bekommt, dann müsst ihr den Pack-a-Punch Automaten nur einmal messern und danach eure Waffe punchen und ihr behaltet die Tarnung, die auf eurer Waffe drauf ist. Wie ihr seht, habe ich meine Waffe gepuncht und ich habe immer noch meinen Dark Aether drauf, anstatt diese gelb-rote Tarnung, die ihr sonst beim Pack-a-Punchen bekommt. So, das war's dann mit dem kurzen Infovideo. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.